Und da kamen die Russen und mit Taschenlampe und ich glühte, weil ich Fieber hatte. Ja, ich kriegte wieder so eine Art Brustdrüsenentzündung. Das hatte ich bei meinem ersten Sohn schon. Und hatte einen knallroten Kopf und Kopftuchel um, aber dadurch wurde man eben nicht blasser und auch nicht älter. Und meine Mutter hat dann immer verzweifelt in das Babykörbchen gezeigt. Frau Anschütz, als Sie damals in Bonas angekommen sind, wie sind Sie so von den Einwohnern, praktisch von den Ureingeborenen dort aufgenommen worden? Ja. Ja, darüber bin ich natürlich auch schon gefragt worden und dadurch habe ich mir darüber Gedanken gemacht, weil an solche Dinge hat man gar nicht gedacht, dass man vielleicht nicht so willkommen war Ja. und so weiter. Und das stimmt schon, man war auch nicht so sehr willkommen, ja. Ich weiß noch über meinen Mann, der also in Leipzig studiert und auch einen Onkel in Leipzig hatte, der auch Arzt ist und dessen Praxis er vertreten hat, hatten wir Kontakt zu, in Taucha bei Leipzig, zu guten Bekannten, das waren Fabrikbesitzers oder sowas. Und die schickten mir dann Pakete mit Kindersachen. Und da gibt es auch ein Foto mit meinem großen Sohn, wo der so ein weißes Strickanzügel anhat und sitzt so in der Wiese und pflückt Blumen, ja. Und da muss ich immer dran denken, wenn ich das Bild sehe, dann wurde immer gesagt, na, den sieht man aber die Flüchtlingskinder auch nicht an. Also es war sicherlich nicht ganz einfach. Und wie gesagt, so wie im Paradies, dass wir dort durch die Landwirtschaft oder die ländliche Gegend viele Vorteile gehabt haben, was Frau Stein so als Lockmittel gesagt hatte, das stimmte gar nicht. Ja. Also ich weiß noch, da kriegten wir nichts, gar nichts, wenn sie nicht irgendwie, ich habe dann mit auf dem Feld gearbeitet und Garben gebunden. Und da kriegte ich aber dann über Telegramm und Telefon ein Angebot für eine Arbeitsstelle. Und da musste ich wieder aufhören, in der Ernte mitzuarbeiten. Aber meine Mutter hat also vom Misthaufen dann die Hühnerbeine und den Hühnerkopf und alles aufgesammelt, sauber gemacht und daraus eine Brühe, vor allen Dingen für die Kinder gekocht und so. Also es war schon mühsam. In der Nähe von Burlas sind irgendwie Russen stationiert gewesen. Wie ist das gewesen? Wie haben Sie die erlebt? Ja, die haben wir erlebt. Jeden Abend haben wir die erlebt, ja. Und diese Frau Stein, der Mann, der war Lehrer und arbeitete in derselben Abteilung wie auch mein Mann. Der war, glaube ich, Feldwebel oder irgendwas, ich weiß es nicht genau. Und nach 45, nach der Befreiung, war sie natürlich sehr darauf bedacht, dass ihr Mann immer Kommunist war und also die wurde so richtig bittig und wirklich sehr unangenehm. Und wir wohnten dort im Schulhaus oben unterm Dach in einem Zimmer. Es war nicht klein, aber wir waren immerhin drei Erwachsene, meine Eltern und die zwei Kinder, also der Säugling, das frisch geborene Kind und der fast zweijährige Sohn. Und
Und weil die so garstig war, haben wir uns um ein anderes Quartier und haben in einem Bauernhaus gewohnt. Und jeden Abend konnte man dann schon warten und horchte dann schon immer, ob die Russen kommen und wo sie kommen. Und die besuchten also auch dieses Bauernhaus, in dem wir untergebracht waren. Und wir schliefen alle zusammen in einem Schlafzimmer, ganz am Ende so ein. In die Bauernhäuser haben ja dann über den Kuhställen so lange Gänge und da sind Räume dann eingebaut, Schlafzimmer und andere. Lokus war gleich neben unserem, so ein Klatschklo, ja. Lokus. Neben unserem Schlafzimmer. Und da kamen die Russen und mit Taschenlampe und. Ich glühte, weil ich Fieber hatte. Ja, ich kriegte wieder so eine Art Brustdrüsenentzündung. Das hatte ich bei meinem ersten Sohn schon. Und hatte einen knallroten Kopf und Kopftüchel um. Aber dadurch wurde man eben nicht blasser und auch nicht älter. Und meine Mutter hat dann immer verzweifelt in das Babykörbchen gezeigt. Ja? Und das hat geholfen. Also getan haben mir Russen nichts. Ich bin nicht vergewaltigt worden. Und so weiter. Aber irgendwie müssen sie erfahren haben, dass von einem SS-Mann die Frau in dem Bauernhaus wohnte. Und die haben sie dann mehrere Russen in dieser ersten Nacht und sehr intensiv besucht. Und die Bauersleute, die hatten keine Kinder. Und die Bauersfrau war ja auch noch nicht so alt, ja. Und die haben dann Balken vor die Haustür gestemmt am Abend und so weiter, denn sie kamen dann eben doch wieder. Und da sind wir in die Schule zurückgezogen, weil die Schule ein Türmchen hatte. Und es wurde uns gesagt, an Häusern, wo Türmchen sind, gehen die nicht, die sind ihnen heilig. Also da gehen sie nicht hin. Und da sind wir jeden Abend auf Schleichwegen, meine Mutter mit Kinderwagen und dem Großen auf der Dorfstraße und mein Vater mit dem Kind hinten lang hinter den Bauerngärten. Und dann hat sie gewunken, wenn Kinder kamen. Da sind wir runter über die Straße und ins Schulhaus. Das lag auf der anderen Seite dann. Da haben wir eine Weile dort noch übernachtet. Also mir persönlich ist da nichts passiert. Und weiter oben im Dorf, weil die Richtung Högendorf, das ging so bergan, in einem Wald hatten die so ein Barackenlager, wo die lebten, die Russen. Da kamen die dann immer so ins Dorf und da gab es aber in einem Haus, wurden die dann empfangen und das war für die anderen dann ein bisschen günstiger, für die anderen Frauen. Am Tag kam sie natürlich auch, ja, da hatten wir schon, es war noch ein junges Mädchen da, auch Schlesierin. Ich glaube, ich habe Ihnen die Geschichte schon mal erzählt, dass sie die nicht auch erwischt hatten. Und die riss dann immer bloß die Tür auf, der Ivan kommt und dann, wir hatten jeder, sie und ich, ein Versteck am Boden und wussten es gegenseitig nicht, wo wir stecken. Und also man war da schon sehr misstrauisch. Das passierte dann also am Tage manchmal. Was ist denn mit dem Ortsbauernführer passiert, dort in dem Dorf? Wissen Sie das? Ich überlege gerade, ob das Dorf groß genug war und ob die einen eigenen hatten. Mhm. Mir ist das gar nicht so in Erinnerung. Obwohl ja vom 13. Februar bis 8. Mai ist ja eine Zeit, hätte man das ja wissen müssen. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich habe das Gefühl, bei uns gab es politisch so einen Potzöbersten. Gar nicht in dem Dorf. Wie nannte man den?
Potzöbersten? Potzöbersten, nee, ja. Nee, das sagten wir. Ja. Das ist kein faschistischer Begriff. Das ist so Umgangssprache gewesen. Das ist Umgangssprache, ja. Ortsbahnführer, ja. Glaubten Sie damals, dass das Weiterleben sinnvoll ist? Haben Sie mal mit dem Gedanken gespielt, ich will das nicht mehr? Meine Mutter hat es satt. Und die sagte, ich nehme euch und wir gehen in den Teich. Und da hat mein Vater gesagt, ich gehe nicht mit. Die hat es satt. Aber eigentlich auch, weil wir wieder weg sollten. Die Flüchtlinge wurden wieder wegtransportiert. Und ein einziges Mal in meinem Leben habe ich es bereut, dass wir es vielleicht nicht gemacht haben. Da habe ich wirklich geweint, als ich in Kiefersfelden, das ist der Grenzort nach Tirol, südlich von München. Kiefersfelden, auf der anderen Seite in Tirol ist Kufstein. Und da war ich einmal und habe, glaube ich, so Alpenglühen das erste Mal so richtig gesehen. Und da dachte ich, warum hast du das nicht gemacht? Warum bist du nicht nach Bayern? Aber vielleicht ist das doch ganz gut, dass wir nicht in Bayern gelandet sind. Übrigens hat mir die Umsiedlung von Borlas nach Dresden, die Stelle, die ich da gekriegt habe, ja. Ich glaube, ich habe es Ihnen schon mal erzählt, dass ich bei der Roten Armee gearbeitet habe. Ja. Und der Zuzug nach Dresden, was unheimlich schwer war, dadurch, dass Dresden zerbombt war, die Bombengeschädigten, die in Borlas lebten, die konnten alle nicht zurück. Und ich als Flüchtling, ja, als Fremde, wir haben das keinem Menschen dort erzählt, eigentlich eben, weil es uns peinlich war. Und das hat mir der russische Major ermöglicht über irgendwelche Ämter, weiß nicht, wie die damals hieß, dann später gab es ja Wohnungsämter, und der war auch noch Jude dazu, ja, also von dem habe ich viel Gutes erfahren, von dem Mallorca-Plan, dem Russen, bei dem ich gearbeitet habe.